Wunderschönen guten Mittag aus Sulz im Ostercamper, Tobi, mit der Fortsetzung der Drehs heute. Vier Reisemobile gemacht und jetzt gibt es ein Adora 613 HT. Heute haben wir noch mehrere Adria Caravans anzugucken, und zwar noch den Altea 4-4. Dann haben wir jetzt hier den 613 HT, der ist so, ja, schon knapp über 8 Meter mit der Deichsel lang und gut 6,50 Meter Aufbaulänge. Das ist schon ein langes Teil, aber einfach zu handeln. Der hat 2,46 Meter Breite, das ist ein Einachser. Ich habe jetzt mal eine Stütze runter gemacht, damit wir hier nicht surfen gehen, damit er hinten nicht hoch geht, wobei bei der Gewichtsklasse ist das mit meinen, ich glaube, rund um 90 Kilo auch nicht das Problem. Der dürfte nicht gleich ansteigen, aber grundsätzlich macht man mal einen Fuß runter. Und dieses Adora Anhängerchen ist in voll GFK. Super isoliert, also da geht auch im Winter was, gar kein Problem. Und Alkoachse drunter. Dann gibt es den 1800 und 2000 Kilo als Achslast bzw. eben als Anhängelast. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber das wird dann der Markus ins Mobile einstellen, wenn er nicht schon drin ist, ob er 18 oder 2000 hat. Das kann ich jetzt hier nicht ersehen. Gibt es natürlich auch noch schöne Radkappen drauf. Da ist der Gaskasten untergebracht. Hier haben wir unseren Gaskasten, Staukasten. Und hier haben wir unsere große Druckklappe. Und da kommen 2x11 Kilo Gas rein. Da ist unser Abwassertrolley und auch ein Reserverad an Bord. Der dürfte summa summarum in der Ausstattung bei ca. 25.000 Euro liegen. Genaue Preisinfos und Ausstattungsinfos natürlich hier im mobile.de oder unsere Homepage www.freizeit-steiner.de. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Standard Eröffnungsfloskel beim Betreten eines Fahrzeugs, wenn der Camper-Tobi reingeht. Wir haben hier diese Frontküche untergebracht und die ist heiß begehrt. Das ist also wirklich eine tolle Geschichte. Da kann ich hier unter freiem Himmel, wenn ich die Fenster noch aufmache, mehr oder weniger kochen. Richtig schön Platz. Wir haben auch sogar hier einen Backofen. Wir haben den großen 140 Liter Kühlschrank. Voll-LED-Beleuchtung. Übrigens, wir könnten uns mal alles einschalten, was wir haben. Ich habe ihn am Strom gehängt. Übrigens sehe ich jetzt auch gleich hier einen großen Kleiderschrank neben der Eingangstür. So, machen wir den auch mal gleich auf. Da liegen auch noch die Radkappen, die Spülenerweiterung drin. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, dass ich hier gleich alles reinhängen kann. Und hier oben bei Adria haben wir jetzt diesen großen One-Button. Diese One-Button-Bedienung, und links sehe ich, dass er am Strom hängt. Es meldet sich die Bluetooth-Anlage. Ich kann jetzt euch das nicht vorführen, weil wir über Bluetooth mit der Kamera verbunden sind. Da würden sich die zwei ins Gehege kommen. Aber wir hören, die spricht mit uns, und jetzt bräuchten wir uns nur noch einloggen. Und dann können wir hier unsere Bluetooth-Musik hören. Vom Handy aus oder von jedem anderen Gerät. Und jetzt der erste Blick rein in diese Riesensitzgruppe. Wenn wir gegenüber noch mal eine Bank haben, also alles ganz frisch eingetroffen. Noch nichts ausgepackt, Fernsehschwenkarm, wir haben Trummerheizung drin, wir haben einen Boiler drin, wir haben eine Elektro-Ultra-Heat-Zusatzheizung mit 500.000 und 2000 Watt. Das ist hier der Bedienschalter, das ist eine Begleitheizung. Da in der Mitte eben über dem Fernseherpodest zeige ich jetzt mal nochmal Schrank und Heizung. Ja, es ist ein wunderschöner Wohnwagen, das wäre jetzt auch so meiner, in Anführungszeichen. Gut, großes Bett. Ich bräuchte jetzt das Heckbad nicht, aber ist natürlich eine sehr praktische Lösung. Einzelbettenwohnwagen und hinten ein riesiges Bad mit einer großen Dusche. Jede Menge Schränke, Stauräume, natürlich auch drunter nochmal unter den Polstern und Matratzen. Alles zugänglich und aufklappbar. So macht man hier auf und dann kann ich hier jederzeit zugreifen. Machen wir das mal runter. Und jetzt gehen wir mal ins Bad durch. Also wirklich Mordswohnraum. 1,95 Meter Stehhöhe haben wir hier drinnen. Übrigens zur Info. So, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kann man jetzt gleich mal sagen, hier auf der rechten Seite, also links in Fahrtrichtung, die Toilette, auch nochmal mit einer Tür versehen. Und dann haben wir hier in der Mitte unseren Waschtisch, wie gerade eben schon gezeigt. Und dann haben wir hier noch die Dusche. Da gehe ich jetzt mal zur Toilette. Und gerade im letzten Fahrzeug habe ich es jetzt gemacht, Probesitzen auf der Toilette, um euch einen Eindruck zu geben, wie viel Platz ist auf den Toiletten. Da haben wir natürlich hier unendlich Platz, aber ich mache es auch hier mal mit meinen langen Beinen. Hinsetzen, prima. Ja, kein Problem. Hier könnte man auch noch in Ruhe eine Zeitung lesen. Wer das denn so macht, keine Ahnung.
Aber das ist natürlich hervorragend aufgeteilt durch das Heckbad. Und nochmal der Blick nach vorne, zwischen den Betten hindurch, die man nicht verbinden kann. Eins davon hat 1,95 Länge und 1,93 oder 2 Meter und 1,93. Ich glaube sogar 2 Meter 1,93, also in der Regel eine Männlein- und eine Weiblein-Seite. Und die unterscheiden sich rechts. Man sieht es hier, den Längenunterschied ein bisschen. Ich gehe mal rauf, also das rechte Bett ist länger. Hier die übliche, wohnwagenübliche Thoma-Heizung. Wir können auch das Schlafabteil eben hier nochmal trennen vom Wohnabteil. Falls jetzt noch Besuch da ist oder vorne die Kinder schlafen, dann habt ihr ein bisschen Privatsphäre, könnt zumachen. Dann fahre ich einfach diese Faltwand zu. Hier habe ich noch meinen extra Kleiderschrank drin. Mache jetzt gleich mal die Badtür hinter mir zu. So. Diese Oberschrankklappen. Einmal eine aufmachen und reingucken. Beschläge absolut in Ordnung. Ja, GFK haben wir schon dazu gesagt, das sollte ein Wohnwagen dieser Preiskategorie auch haben. Außen hat das GFK wesentlich unempfindlicher gegen Außeneinflüsse, wenn das Fahrrad dagegen fällt oder bis hin zum Hagel. Also da muss ich schon ordentlich runterhauen, dass da was passieren kann. Das ist eigentlich jetzt mittlerweile in der, ab der Mittelklasse der Standard. Es gibt auch immer noch Alu-Glattblech. Caravans, die sind natürlich für den Preis auch nicht mit GFK herzustellen. Aber so, den schauen wir uns als nächstes an. Ich habe das ein bisschen Eindruck bekommen von diesem 613 HT, 218er Modell, kurz vor Weihnachten gekommen und jetzt schon im Internet. Alle Preise und Infos auf www.freizeit-steiner.de oder über Camper Tobi oder wie auch immer. Zwischen den Feiertagen ist der Camper Sadat in Sulzimos, könnt ihr gerne vorbeikommen zum Anschauen. Zwischen 10 und 17 Uhr, am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr. Und ich habe auch ein paar Termine, halte mich aber sonst zurück, weil viele Planungen anstehen. Wir sehen uns. Danke für die Treue wie immer. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit einem Action. Mit Action bietet sich immer an, dieses Wortspiel. Also bis dann, der Camper Tobi aus Sulzimos. Danke recht schön. Servus, ciao.